Feuer, Glut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Martin und ich sind mal wieder on Tour. Diesmal sind wir in Gründau, genauer gesagt im Weber-Store Gründau. Gründau. Genau. Und hier hört ihr auch schon unseren Gast für heute, und zwar Frank Rommersbach von Weber. Und er kann sich ja mal kurz selbst vorstellen, dann erzählen wir auch keinen Blödsinn. Ja, hallo, mein Name ist Frank Rommersbach. Ich bin verantwortlich für den Vertrieb bei Weber Steven Deutschland. Und wir sind hier heute Abend beim Pulse-Event, beim Blogger-Pulse-Event. Und wir haben gerade eine tolle Challenge erlebt. In 5 Gruppen wurde gegrillt. Die Gerichte waren sensationell. Wir haben einen Gewinner ermittelt, aber vom Grundsatz her waren alle Gerichte toll. Und ja, ich denke auch, dass es, dass man die Vorbehalte gegenüber Elektrogrills ablegen konnte. Und eine tolle Veranstaltung heute hier. Ja, Martin, was sagst du zu dem Pulse? Du hast den jetzt auch heute das erste Mal richtig ausprobieren können, nachdem wir den auf der Spoga zwar so theoretisch gesehen haben. Bart hat uns ein bisschen was vorgegrillt, aber wir selbst konnten eigentlich erstmal nur gucken, damals auf der Messe. Und heute hatten wir ja die Gelegenheit, den Grill mal selbst auszuprobieren. Wie hat er dir gefallen? Ja, heute haben wir ja gesehen, das, was Bart eigentlich auf der Messe schon angekündigt hat, das Ding hat wirklich Power und man kann damit auch ordentlich grillen. Wir haben ja bei uns im Team zum Beispiel das Hähnchen auf dem Roti gemacht, ne? Das war am Ende auch so heiß und durch den Fett, dass auch ein bisschen Flammen entstanden sind. Ne? Also da kann man schon ordentlich so Dinge drauf machen. Und das ist halt auch dieses Klischee beim Anführungszeichen Elektrogrill, dass das kein Grillen ist, ist halt auch bedingt oft, glaube ich, dadurch gewesen, dass die Dinge auch nicht gut performen. Und heute Abend war es ja schon ziemlich krass. Man hat gesehen, alle Grills waren dauerbesetzt. Hat mich schon sehr überrascht, ne? Und alle waren eigentlich am Ende so überzeugt, dass man da auch wirklich Grillgerichte drauf machen kann. Und wenn man am Ende sieht, was die Leute hier geschickt haben, also da habe ich eigentlich keinen Zweifel, dass man das nicht als vollwertigen Grill benutzen kann. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie der Grill sich verkaufen wird. Und wir sind ja hier quasi direkt an der Quelle und fragen einfach mal nach, wie sieht's denn so aus mit diesen Vorbestellungen oder überhaupt dem Kundenfeedback zu dem Grill? Weil ich könnte mir vorstellen, Weber steht ja so für das Grillen an sich, dass da die Ankündigung, Weber bringt jetzt einen Elektrogrill raus, doch für ein bisschen Verwunderung oder auch Erstaunen gesorgt hat. Ja gut, zunächst haben wir ja bereits einen Elektrogrill im Sortiment, den Q-Elektro. Und was die Pulse-Bestellungen angeht, wir sind jetzt seit April letzten Jahres im Hineinverkauf an den Handel. Und wir sind mit den Vorbestellungen aus dem Handel sehr zufrieden. Insbesondere aus dem Bereich Fachhandel haben wir einiges an Bestellungen vorliegen. Wichtig ist, dass dieser Grill natürlich auch entsprechend sehr, sehr gut beraten wird im Handel, sodass wir sehr, sehr gezielt an den Handel gehen und den Grill auch separat platzieren. Aber vom Grundsatz her sind wir sehr, sehr zufrieden, was den Bestelleingang an Pulse angeht. Und wir haben in dieser Woche die ersten Grillgeräte ausgeliefert und werden bis Mitte Februar möglichst alle bisherigen Bestellungen ausliefern. Und wie sieht es bei der Verteilung so aus? Es gibt ja 4 verschiedene Modelle, also die beiden Grills 1000 und 2000 plus nochmal jeweils mit Tisch. Gibt es da auch schon so eine Tendenz? Sind die Leute eher auf das Komplettpaket aus, möglichst viel Power und den Tisch? Oder guckt man sich eher an der unteren Preisebene und nimmt erstmal nur den Grill und guckt dann? Die Frage ist sehr gut. Vom Bestelleingang ist es so, dass die Pulse 2000 Geräte deutlich stärker bestellt wurden als die 1000er Geräte. Es liegt natürlich daran, dass natürlich durch das Zwei-Zonen-Grillen natürlich hier noch viel mehr Mehrwert entsteht. Und aktuell ist es so, dass der Spitzenreiter ist der Pulse 2000 und dann der Pulse 2000 mit Stand und dann die 1000er Geräte. Was ebenfalls dazugehört zu dem Gesamtpaket, ist das gesamte Pulse-Sortiment inklusive Zubehör, Hauben, Drehspieße, aber auch das Thema Eigrill generell sehen wir in diesem Sortiment. Und wie gesagt, der 2000er kristallisiert sich so etwas als der Bestseller raus. Okay, und Martin, was denkst du, würdest du dir so einen Grill holen für den Balkon? Ich meine, du hast jetzt keinen, glaube ich, ne? Aber also ich bin schon eher ein Gasgriller oder vor allen Dingen im Garten Holzkohle, ne? Aber ich sag mal, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, gerade in der Stadt, ne, dann ist das halt
man kann da schon wirklich sauber drauf grillen und dann hat man ein bisschen weniger Ärger mit Nachbarn. Dann eben halt das iGrill 3 ist halt ein mega gutes Feature, das direkt mit eingebaut ist. Es gibt auch, glaube ich, Menschen, die gar nicht diesen ganzen Barbecue-Rummel kennen und dann sind die schon, sind die einfach das Gerät mit dem Feature schon zusammen und ja, dafür ist das schon super. Ja, ich denke auch, dass es da auf jeden Fall eine spezielle Zielgruppe gibt. Zum Beispiel ein Kumpel von mir wohnt auch in einem Mehrparteienhaus. Da hing jetzt Ende letzten Jahres nach der Grillsaison ein Zettel, dass Gasgrills verboten worden sind jetzt. Also jeglicher Grill mit offener Flamme. Und ich glaube, er wäre die perfekte Zielgruppe dafür, weil entweder kann er sich entscheiden, er grillt gar nicht mehr zu Hause auf dem Balkon oder er weicht halt auf so einen Elektrogrill aus. Und ich denke mal, da wäre der Palz auf jeden Fall eine passende Alternative zu dem Gasgrill, den er vorher hatte. Ja, das haben wir auch im Hineinverkauf gemerkt, dass ja einige Händler gesagt haben, ihr kommt wie gerufen. Gerade bei uns in der Stadt wurde jetzt das Grillen mit Holzkohle im Innenstadtbereich verboten. Und das war zum Beispiel in Potsdam mit 25.000 Wohnungen oder Haushalten vielmehr. Und ja, ich glaube, wir liegen da im Trend der Zeit. Elektro wird kommen. Das wird nicht den Gasgrill ersetzen, um Gottes Willen. Aber ich denke, wir haben hier ja, ein Grill mit dem richtigen Brennstoff für die Zukunft. Okay, ich würde mal sagen, dann danke erstmal für die Infos und vielleicht sehen wir uns in einem Jahr ja wieder und dann könnten wir mal abklären, wie er sich verkauft hat, wie er von den Kunden angenommen wurde und ob der 2000er Palz dann immer noch der Favorit bei den Kunden war oder ist. Ja, gerne auch schon früher, nicht erst in einem Jahr. Also wir bleiben gerne in Kontakt und ich halte euch auf dem Laufenden und vielen Dank, dass ihr hier wart und bei der Challenge hier mitgemacht habt. Das war eine tolle Veranstaltung und vielen Dank nochmal an euch. Dankeschön. Ja, wir danken auch. Danke, dass wir den Grill mal ausprobieren durften, jetzt unter Live-Bedingungen quasi. Auch mit dem fantastischen Fleisch und ganzen Zutaten, die wir hier quasi endlos zur Verfügung hatten und dem ganzen Zubehör, wo wir quasi aus den Vollen schöpfen konnten, so rum. Und ja, dann gucken wir uns jetzt hier noch ein bisschen im Shop um und ja, sagen auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und ja, danke, bis zum nächsten Mal.